Ohne Zweifel hat der ein oder andere bereits einmal vom Harzgebirge sprechen hören. Es ist eine wilde Gegend, über die man sich manch wundersame Märchen erzählt. Sicher würde auch ich diese Geschichten für pure Ausgeburten der Fantasie halten, wenn ich nicht selbst während der Zeit, die ich in diesem Gebirge verbracht habe, Dinge erlebt hätte, die mich davon überzeugten, dass dort tatsächlich finstere Mächte am Werk sind, die ihre Teufeleien zum Schaden der Menschen aushecken. Mein Vater stammte eigentlich nicht aus dem Harz. Er war der Leibeigene eines begüterten ungarischen Edelmannes in Transsilvanien. Trotz seiner abhängigen und untergeordneten Stellung war er jedoch keineswegs arm oder gar ungebildet. Im Gegenteil, meine Familie war reich und angesehen. So angesehen, dass Fürst Istvan Vater eines Tages sogar zum Verwalter seiner Güter machte. Du bist genau der richtige Mann für diese Aufgabe, Kranz. Auf dich ist Verlass. Das hast du schon oft bewiesen. Zu gütig, mein Fürst. Da hast du die Schlüssel. Ich werde mich eures Vertrauens stets würdig erweisen. Dessen bin ich gewiss. Dies ist dein Weib? Ja, Ludmilla. Fürst? Du hast einen ausnehmend guten Geschmack, mein Freund. Ein Grund mehr, dich enger an mich zu binden. Es freut mich, dass eure fürstliche Gnaden meine Wahl gutheißen. Ich hätte sie, wäre ich an deiner Stelle, nicht besser treffen können. Welch ein lieblicher Anblick. Ihr beschämt mich, mein Fürst. Nicht doch. Das war ganz gewiss nicht meine Absicht. Bitte, schlag nicht die Augen nieder. Aber mochte er auch noch so hoch angesehen und vermögend sein, so blieb mein Vater doch ein Leibeigener. Aus der Ehe mit der schönen Ludmilla, meiner Mutter, gingen im Laufe der Jahre 3 Kinder hervor. Mein älterer Bruder Cäsar, ich selbst, Armin getauft, und unsere jüngere Schwester Marcella. Die lateinische Sprache war zu jener Zeit in den Karpaten noch allgegenwärtig. Daher resultierten unsere, heutzutage vielleicht erst einmal fremd anmutenden Namen. Armin? Mutter? Bürste mir das Haar. Recht gern. Ja. So ist es gut. Du machst es viel besser als deine Schwester. Du bist so sanft und vorsichtig. Mutter. Das mag ich besonders an dir, mein Sohn. Mutter war eine sehr schöne Frau. Leider reichte ihre Tugendhaftigkeit jedoch nicht an ihre Schönheit heran. Wir verehrten und bewunderten sie. Aber Liebe war es nicht, was wir Kinder für sie empfanden. Fürst Istvan begehrte sie seit ihrer ersten Begegnung. Und nach einigen Jahren des Sträubens gab sie seinem Werben nur zu gerne nach. Endlich. Und ich euch, all die Jahre, mein Fürst, dass ihr mir diese Kunst erweist. Sei auf ewig mein. Das bin ich schon lange. Der Fürst fand immer neue Aufgaben für meinen Vater, um ihn in schöner Regelmäßigkeit vom Hof zu entfernen, sodass sich die beiden Ehebrecher gefahrlos treffen konnten. Meinem Vater blieb es ungezählte Jahre verborgen, wie sie ihn hintergingen, uns Kindern jedoch nicht. Marcella, geh weg von der Tür. Wie sie mich anwidern. Mich nicht minder. Aber was können wir tun? Nichts, das ist es ja gerade. Und da steht euch Vater etwas davon zu sagen. Das würde ein Unglück geben. Das wird es früher oder später sowieso. Abstoßend. Und dennoch ist sie unsere Mutter. Ich wünschte, sie wäre es nicht. Wie sehr ich diese falsche Schlange hasse. Marcella!
Es war nur eine Frage der Zeit, bis Vater dahinter kam, was während seiner zahlreichen Abwesenheiten zu Hause vor sich ging. Er überraschte Mutter und Fürst Istvan auf frischer Tat, als er einmal unerwartet früh nach Hause zurückkehrte. Granz! Sieh da, der Herr des Hauses, schon zurück. Granz, ich... Wage es ja nicht, das Wort an mich zu richten, Ehebrecherin. Stell dich nicht so an. Was vergibst du dir, wenn wir sie uns teilen? Dir hat es all die Jahre manche Annehmlichkeit gebracht, dass dein Weib und ich uns so gut verstehen. All die Jahre? Ja. Ich hab dich gut zu beschäftigen gewusst, nicht? Ihr widert mich an. Es wird sich geben. Es liegt an dir, ob wir zu einer Übereinkunft kommen. Macht eure Übereinkunft mit Satan persönlich. Nicht! Nicht! Kranz! Bist du wahnsinnig? Vater? Marcella. Nicht. Komm nicht näher. Bleib, wo du bist. Ich habe Schüsse gehört. Es ist alles.